Eine Gruppe von rechtsextremen Identitären hat gestern Abend an der Uni Klagenfurt eine Vorlesung zum Thema Integration und Flüchtlinge gestört. Einer dieser Identitären hat Rektor Oliver Wittuch einen Faustschlag in den Magen versetzt. Staatsanwaltschaft und der Verfassungsschutz ermitteln. Im Hörsaal C der Universität Klagenfurt hat gestern die Vorlesung des Lehrgangs für Inklusionsbegleiter stattgefunden. Kurz vor der Pause wird sie unterbrochen. 10 Aktivisten der rechtsextremen Identitären, darunter angeblich auch ein ehemaliger freiheitlicher Kommunalpolitiker aus Graz, stürmen in den Saal. Mit Transparenten und Parolen fordern sie einen Zuwanderungsstopp. Wir bilden gemeinsam Expertinnen im Bereich des Flüchtlings- und Asylwesens aus. Und auch Flüchtlinge direkt selbst sind Teilnehmer dieses Lehrgangs. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass die Gruppe recht bewusst unsere Veranstaltung gestürmt hat. Einer der Männer bedroht Rektor Oliver Wittuch und versetzt ihm mit der Faust einen Schlag in den Magen. Die Staatsanwaltschaft wurde eingeschaltet. Wegen der Aussagen der Identitären ermittelt das Landesamt für Verfassungsschutz. Es schaut so aus, dass wir relativ viel Bildmaterial zur Verfügung gestellt bekommen haben von der Universität und von privaten Personen, die dieses Geschehen mittels Handy mitgefilmt haben. Dieses Bildmaterial wird jetzt gesichtet bzw. ist teilweise schon gesichtet worden und es schaut sehr gut aus. Es gibt bereits einen konkreten Tatverdacht, dass wir den Täter identifizieren können. SPÖ, ÖVP und Grüne verurteilen die Störaktion aufs Schärfste und Rektor Oliver Wittuch sagt, die Universität werde sich von solchen selbsternannten Aktivisten, die an der Uni gelebten Werte und Prinzipien attackieren, nicht einschüchtern lassen.